erlaubten 30 km/h mit 96 km/h, ja, man muss sagen, fast geflogen ist. Ja, ich will nicht sagen, es ist der Raser des Monats, aber in Cottbus hat ordentlich jemand die Geschwindigkeit nicht beachtet. Ich frage erstmal, was war da los? Also die Stadt Cottbus führt auch im Januar Geschwindigkeitskontrollen durch, vor Schulen, auf Schulwegen, in Wohngebieten, in der Cottbuser Innenstadt. Und das ist auch notwendig. Trotz Schneeglätte, trotz Eisglätte mussten wir in der vergangenen Woche einen Fahrzeugführer im Cottbuser Stadtzentrum feststellen, der statt der erlaubten 30 km/h mit 96 km/h, ja, man muss sagen, fast geflogen ist. Ihnen erwarten jetzt was? Ihnen erwarten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Das sieht vor 700 € Bußgeld, 3 Monate Fahrverbot und 2 Punkte in Flensburg. Gibt es jetzt aktuell verstärkte Kontrollen oder wie sieht es da derzeit aus? Nein, also es gibt momentan keine verstärkten Kontrollen. Es gibt die üblichen Geschwindigkeitskontrollen, wie ich schon sagte, vor Schulen, auf Schulwege und in Wohngebieten. Verstärkte Kontrollen gibt es nicht.